Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Du ahnst gar nicht, was du mir bedeutest. Ein Leben ohne dich. Wer meint Tod? Ach, Leo, wir kennen uns doch erst seit... genau 50 Tagen. Und jeder davon war ein Fest. Darauf möchte ich trinken. Ein Dom Fleury de Mille. Der Champagner der französischen Könige. Auf die glücklichste Monarchie der Welt. Die Königin meines Herzens und ihren ergebenen Untertanen. Auf den größten Charmeur und sein williges Opfer. Weißt du, Emilie, das mit dem Geld ist mir wirklich unangenehm. Ich möchte nicht, dass du denkst, dass... Aber das denke ich doch gar nicht. Ich helfe dir gern. Ich kann dir das Geld sofort überweisen. Also wie gesagt, nur für einen Monat, dann bekommst du alles wieder zurück. Mit Zins und Zinseszins. Das, was ich mir am meisten wünsche, ist mit Geld sowieso nicht aufzuwiegen. Oh. Oh. Emilie! Emilie! Hörst du mich? Emilie! Ist das eine Suppe heute, was? Ja, wenig Verkehr da draußen. Ich werde mal einen Kontrollgang machen. Warst du schon mal auf Kreta? Nee. Ich überlege, ob ich da im Sommer Urlaub mache. Ich war schon mal auf Kreta. Ja, und? Na, super schön, aber nach 2 Wochen Gyros und Souvlaki? Wenn du einmal so gut kochen könntest, dann wären wir alle zufrieden, nicht wahr? Aber ich will da nicht zum Essen hin, sondern zum Segeln. Käffchen, Chef? Nee. Mensch, Holger, was ist eigentlich los? Was soll los sein? Findest du nicht auch, dass Kapitän Ehlers in letzter Zeit irgendwie merkwürdig drauf ist? Das
mir noch gar nicht aufgefallen. So still und wortkarg. Jetzt, wo du sagst, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis. Was ist das denn? Kapitän? Ja? Muss ich das mal an? Liegt jemand im Wasser? Kontrollboot klar machen. Beide Maschinen, stopp! Da ist nichts mehr zu machen. Bei den Wassertemperaturen überlebt man nur ein paar Minuten. Er ist ertrunken. Keine Anzeichen von äußerer Gewalt. Genaueres über Todeszeitpunkt und Ursache muss die KTU klären. Na, wenigstens irgendwelche Anhaltspunkte, um sie zu identifizieren. Den hier hatte sie am Finger. Ein Witwenring. Die Gravur ist noch deutlich zu erkennen. Die Tote heißt mit Vornamen Emilie, ungefähr 60 Jahre alt und Witwe. Sie hat 1969 in Neustadt einen Anton geheiratet. Alles klar, ich kümmere mich sofort darum. Ach, ich soll Sie noch an Ihre Urlaubsanträge erinnern. Gruber braucht Sie bis allerspätestens übermorgen. Ja, ja, ich denke dran. Ende. Ich habe die Datensätze gecheckt. 100% Übereinstimmung. Sie heißt Emilie Detlefsen, Witwe des vor 6 Jahren verstorbenen Baustoffhändlers Anton Detlefsen, den sie 69 in Neustadt geheiratet hat. Adresse? Telefonnummer? Seepromenade 12. Ich habe auch schon angerufen, war aber nur die Haushälterin da. Sie hat sie gestern Mittag zum letzten Mal gesehen, als sie das Haus verlassen hat. Und jetzt ratet mal, wo sie hingegangen ist. Rüger, bitte. Ins Hotel Vineta, zum Tanzdate. Ach, das ist doch diese kleine Klitsche am Cliff. Ja und, worauf warten wir? Ich meine, da muss doch sofort jemand hingehen. Ich übernehme das. Frau Johansson? Moment mal. Wenn hier jemand festlegt, wer wohin geht, dann der Ermittlungsführer und der bin immer noch ich. Wolfgang, wir gehen ins Vineta. Du hattest ja recht, aber sie gleich so anzupfeifen vor der ganzen Mannschaft. Was zu viel ist zu viel, das gilt auch für Frau Berg. Sie ist ehrgeizig, sie versucht sich zu profilieren. Aber nicht auf meine Kosten. Mensch, Holger, da stehst du doch normalerweise drüber. Was ist eigentlich los? Kapitän Eders hat es bestimmt nicht so gemeint. Was wollen Sie mir damit sagen? Naja, vorhin. Sie sollten das nicht persönlich nehmen. Eigentlich ist er ein total netter Chef. Nett reicht nicht. Von einem Chef erwarte ich, dass er kompetent ist und sein Team führen kann. Aber Kapitän Ehlers ist kompetent. Das habe ich nie bezweifelt. Und deshalb habe ich kein Problem mit seiner Reaktion vorhin. Dienstags zum Yoga, aber Dienstag gibt's gar keinen Yogakurs. Dafür gibt's bestimmt eine Erklärung. Du solltest mal mit ihr reden. Oder soll ich? Auf keinen Fall. Außerdem wird das nichts bringen. Thank you.
Kann ich Ihnen ein bisschen helfen? Danke, wir sehen uns hier nur um. Sind Sie öfters hier? Oh ja, das kann man wohl sagen. Ich würde Ihnen gerne unser Tanzparkett zeigen. Heute ist nämlich Damenwahl. Na nun, kommen Sie schon. Tut mir leid, wir sind dienstlich hier. Gerade noch mal davongekommen, was? Hier geht ja ganz schön ran, die Dame. Ja. Irma ist ja einer der heißesten Feger auf dem Parkett. Die kennen sich ja ganz gut aus hier. Sagt Ihnen der Name Emilie Detlefsen was? Was wird das? Ein Verhör? Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Okay. Herr Hauptkommissar. Detlefsen. Ja. Der Name sagt mir was. Sie waren in den letzten Wochen öfters hier. Meist in Begleitung. So ein gut aussehender Typ. Und echt spendabel. Hat immer gut Trinkgeld gegeben. Erst gestern wieder. Gestern? Wann genau war das? Kurz vor 14 Uhr. Er kam, weil angeblich jemand hier eine Nachricht für ihn hinterlassen hatte. War aber nichts. Und hat er auch einen Namen? Graf. Ich bin gut. Wissen Sie vielleicht auch noch, wo er wohnt? Probieren Sie es im Hafen. Vielleicht ist er ja auf seiner Yacht. Danke. Seit wann weißt du eigentlich, dass Maya nicht zum Yoga geht? Seit 2 Wochen. Ich wollte sie überraschen und vom Kurs abholen. Tolles Gefühl, wenn du wie ein Depp vor verschlossenen Türen stehst. Ich kann das einfach nicht glauben. Darf ich dir einen guten Rat geben unter Freunden? Klär das Ganze, und zwar so schnell wie möglich. Wenn jemand was zu klären hat, dann wohl sie. Ja, ist ja schon gut. Aber deine Laune, die lässt wirklich zu wünschen übrig. Was soll denn das nur wieder? Hallo? Jemand an Bord? Hallo? Hallo! Himmel! Mann, haben Sie mich erschreckt. Was machen Sie denn hier? Das wollte ich Sie gerade fragen. Wonach sieht's denn aus? Ich putze. Wir suchen Herrn Graf. Vielleicht können Sie uns helfen. Allerdings. Was gibt's denn? Also nochmal von vorn. Wann haben Sie Emilie Detlefsen das letzte Mal gesehen? Ich sage Ihnen doch. Ich verkehre mit keiner Person dieses Namens. Aber wir haben einen Zeugen, der Sie im Hotel Veneta mit Frau Detlefsen gesehen hat. Ach, wissen Sie, die Leute sehen viel, wenn der Tag lang ist. Da reicht es, dass man einer Dame die Tür aufhält und schon dichten die einem mein Verhältnis an. Der Zeuge hat Sie mehrfach gesehen und Sie sind ihm auch namentlich bekannt. Wollen Sie wirklich, dass es zu einer Gegenüberstellung kommt? Emilie Detlefsen war auf ihrer Yacht. Das ist eine infame Unterstellung. Und warum haben Sie Ihre Yacht geputzt? Um Spuren zu beseitigen? Vielleicht fällt Ihnen ja morgen mehr dazu ein. Eine Nacht im Gefängnis wirkt manchmal Wunder. Ihre Yacht bleibt bis auf Weiteres beschlagnahmt.
wegen. Vieles spricht dafür, dass Graf der Letzte gewesen ist, der Emilie Detlefsen lebend gesehen hat. Der Hafenmeister hat bestätigt, dass er gestern Nachmittag mit einer Frau rausgefahren ist. Es besteht dringender Tatverdacht. Die Yacht wird zurzeit untersucht. Die Kollegen von der KTU haben die ersten Ergebnisse der Obduktion vorbeigeschickt. Der Körper lag etwa 8 bis 12 Stunden im Wasser. Der Exitus trat ein, bevor er ins Wasser kam. Und zwar infolge eines plötzlichen Blutdruckabfalls. Was heißt das? Kreislaufkollaps. Ach, dann ist die Detlefsen eines natürlichen Todes gestorben. Ich bin noch nicht fertig. Ausgelöst wurde der extreme Blutdruckabfall durch einen letalen Medikamentencocktail. Reste davon wurden in Emilie Detlefsens Magen gefunden. Sildenafil in Kombination mit Glycerol-Trinitrat. Geht das vielleicht auch ein bisschen allgemeinverständlicher? Das heißt... So kompliziert ist das gar nicht. Glycerol-Trinitrat findet sich in Präparaten, die bei Herzinsuffizienz eingesetzt werden. Dagegen handelt es sich bei Sildenafil um einen sehr speziellen Wirkstoff. Er wird praktisch ausschließlich bei erektiler Dysfunktion eingesetzt. Genau. Ein Potenzmittel? Ich dachte, das wäre nur was für Männer. Ist es auch, aber eine gewisse Wirkung ist bei Frauen nicht ausgeschlossen. Na, diese Wirkung würde mich mal interessieren. Na, das glaube ich dir aufs Wort. Was wir brauchen, ist so schnell wie möglich einen abschließenden Bericht. Sie beide machen den Kollegen vor Ort ein bisschen Dampf. Bei der Gelegenheit können Sie sich auch gleich selbst ein Bild verschaffen. Graf hat mit seiner Putzaktion ganze Arbeit geleistet. Keine Spuren, keine Fingerabdrücke. Das hier haben die Kollegen in einem Müllsack gefunden. Der Mörser lag im Geschirrschrank der Pantry. Wahrscheinlich hat er darin seinen Medikamentencocktail gemixt. Wissen Sie das oder vermuten Sie das? Das vermute ich mal. Hier waren die Gläser drin und hier stand der Mörser. Wow. Sildenafil. Woher wussten Sie das denn? Sie lesen wohl keine Krimis. Die Camerone. Boccaccio. Ist das spannend? Eher nicht. Es ist ein erotischer Episodenroman. Italienische Renaissance. Ein Klassiker der Weltliteratur. Neben all den Krimis fällt er auf wie ein bunter Hund. Haben Sie kurz ein Ohr? Mhm. Ich habe Grafs Konten gecheckt. In letzter Zeit sind einige hohe Summen eingegangen. Und jetzt raten Sie mal, von wem. Emilie Detlefsen, unsere Wasserleiche. Sie hat in den letzten Wochen mehrmals große Geldbeträge auf sein Konto überwiesen. Allein 10.000 Euro im Dezember und nochmal 5.000 Euro im Januar. Aber nicht nur sie. Vor ihr haben auch schon andere Graf gesponsert. Offensichtlich immer alleinstehende Frauen im besten Alter. Unser sauberer Graf scheint ja ein professioneller Witwentröster zu sein. Henrike Bäumer, Roberta Meyer, Friede Dünnbier, Luise Fröhlich, Agathe Hilmer. Hilmer, Hilmer. Das ist doch die Frau aus dem Hotel Veneta. Die mit der tanzen wollte. Die sollten wir so schnell wie möglich als Zeugin vorladen. Ich habe versucht, sie anzurufen, hatte aber nur den Anrufbeantworter dran. Und die anderen Frauen? Roberta Meyer und Luise Fröhlich können wir canceln. Die eine ist vor 2 Jahren gestorben und die andere lebt in Kanada. Bei Friede Dünnbier habe ich die Putzfrau verständigt und Henrike Bäumer habe ich erreicht und sie kommt heute auch noch vorbei. Gute Arbeit, Krüger. Machen Sie weiter. Und du, Wolfgang? Ich kümmere mich um die Hilmer, wenn du nichts dagegen hast. Und ich nehme mir Graf noch mal vor. Ja, und ich den Computer. Wir haben Ihre Kontodaten überprüft. 20.06. 5.000 Euro von Henrike Bäumer. 7.07. 7.000 Euro von Friede Dünnbier. 19.09. 2.500 Euro von Agathe Hilmer. Ich habe keine der Damen gezwungen, mir das Geld zu überweisen. Nein, die haben das alles freiwillig gemacht. Und Frau Detlefsen ist rein zufällig gestorben. Ich habe nichts Illegales getan. Ich bin doch kein Mörder. Ja, bitte. Kapitän, das kam gerade rein. Das kommt
fast der interessante Teil. Guten Tag, mein Name ist Bäumer. Ein Herr Krüger hat mich angerufen. Ja, hallo, das bin ich. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Es geht um Herrn Graf. Die kriminaltechnische Untersuchung Ihrer Yacht hat ergeben, dass auf den Sektgläsern im Müll sowohl Ihre als auch Frau Detlefsens Fingerabdrücke waren. Wollen Sie mir immer noch erzählen, dass Sie nicht auf Ihrer Yacht war? Na gut, ja. Emilie und ich waren auf der Yacht. Aber sie hat die Yacht verlassen. Gesund und munter. Das wäre ein medizinisches Wunder. In dem Glas von Frau Detlefsen war auch ein tödlicher Medikamentencocktail. Dieselben Medikamente, die wir in ihrem Magen gefunden haben. Ich kann es mir nicht erklären. Kennen Sie Sildenafil? Was soll diese Frage? Könnte ja sein, dass Sie es nehmen. Das würde auch erklären, warum wir es auf Ihrer Yacht gefunden haben. Sie haben... Naja, ich habe es genommen, gelegentlich. Wenn es das ist, was Sie hören wollen. Es gibt eben Situationen, wo man sich auf seine Manneskraft verlassen möchte. Wie kommt das Zeug in Frau Detlefsens Magen? Wieso? In ihrem Magen? Ja, dann müssen wir die Gläser verwechselt haben. Könnten Sie sich etwas genauer ausdrücken? Na ja, einfach so eine Tablette einwerfen. Das war mir geschmacklos. Ich habe sie immer pulverisiert und dann mit einem Gläschen guten Champagner eingenommen. Bevor es zur Sache ging. Und was ist mit dem gefäßerweiternden Mittel, einem weiteren Bestandteil des tödlichen Medikamentencocktails? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Wirklich nicht. Er hat gesagt, er würde mir das Geld innerhalb von 2 Monaten zurückzahlen. Sie sagten, Sie arbeiten als Musiklehrerin. Da müssen 5.000 Euro doch eine ganze Menge Geld für Sie gewesen sein. Ach, das Geld war mir nicht so wichtig. Ich wollte ihm helfen. Ich habe ihn wirklich geliebt. Warum haben Sie ihn nicht angezeigt, als er Sie dann verlassen hat? Ich habe immer gehofft, dass er zu mir zurückkommt. Bitte geradeaus weiter. Frau Bäumer? Schön, dass Sie kommen. Moin. Sie sehen müde aus. Ich habe mir zuletzt schon ein bisschen Sorgen gemacht. Sie und Kollegin Berg, da scheint es gewisse Spannung zu geben. Weshalb so wild? Ich schätze Sie fachlich sehr. Ich bin gekommen, um mit Ihnen über diesen Graf zu reden. Ach, haben Sie ihn endlich geknackt? Obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen, leugnet er standhaft. Ich möchte wissen, warum er diese Frau umgebracht hat. Das Geld hatte er doch schon bekommen. Selbstschutz vielleicht. Sie war ihm auf die Schliche gekommen. Oder Rache. Vielleicht hat die Dame ja sein Ego gekränkt. Das reicht bei manchen Männern schon, damit sie bis zum Äußersten gehen. Entschuldigung. Ja, Elas? Ich bin im Hotel Veneta. Die gesuchte Person ist hier. Gut, komm mal gleich. Warte dort auf mich. Mach ich. Eine Zeugin, die wir unbedingt befragen müssen. Ihren Einsatz in Ehren, Elas, aber vergessen Sie Ihren Urlaubsantrag nicht. Sie müssen auch mal entspannen, Elas. Geht klar.
Rheuma. Hier ist das Wasser. Ach, sie kommt zu sich. Oh, was ist das? Oh, was ist? Na, wird ja schon. Kommen Sie hoch. Oh Gott. Oh, was ist denn passiert? Stuhl. Oh, das ist mir jetzt aber wirklich peinlich. Ach, das muss es nicht. Bitte, gerne. Ich habe Ihnen ja gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Kommissar Ehlers von der Küstenwache, das ist mein Kollege Unterbauer. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Oh, ein Verhör. Ja, gerne. Ich wollte schon immer mal in einem richtigen Krimi mitspielen. Sie sind Frau Hilmer, ja? Agathe. Agathe Hilmer. Darf ich nach Ihrem Familienstand fragen? Ich bin verwitwet. Mein Mann ist vor 17 Jahren gestorben. Seitdem lebe ich alleine, aber wie Sie sehen, es fehlt mir an nichts. Sagt Ihnen der Name Maxim Leo Graf was? Was ist mit ihm? Sie kennen ihn? Na, kennen ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Wir hatten eine Affäre. Ist schon vorbei, war nichts Ernstes. Ein Mann für gewisse Stunden eben. Wollte er jemals Geld von Ihnen? Ja, natürlich. Ein Gigolo hat seinen Preis. Aber das war es mir wert. Ich bin's, Henrike. Es ist ganz Furchtbares passiert. Ruf mich bitte ganz schnell an. Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Emilie Detlefsen? Nein, tut mir leid. Der Name sagt mir jetzt nichts. Das wundert mich. Sie hat doch ständig hier verkehrt. Ja, wissen Sie, ich achte nicht so sehr auf Frauen. Mich interessieren die Männer. Zum Schluss noch eine Frage, reine Routine. Wo waren Sie eigentlich gestern Nachmittag? Alibi? Wieso? Gestern Nachmittag, Wo war ich denn gestern Nachmittag? Gestern Nachmittag war ich zu Hause. Alleine. Ich habe mit meiner Enkelin sehr lange telefoniert, in Südafrika. Mein Sohn arbeitet dort als Kraftwerksingenieur. Hm? Danke. Das war's erstmal. Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir weitere Fragen haben. Ja, gerne. Es wird mir ein Vergnügen sein. Ganz schön selbstbewusst, die Frau. Naja, so sind die Frauen heute. Die fragen nicht lange. Sie nehmen sich, was sie wollen. Und wenn sie sich nur so abgeklärt gibt, den Daten der Überweisung zufolge, war sie Emilies direkte Vorgängerin bei Graf. Du denkst, sie könnte eifersüchtig auf Emilie gewesen sein? Hey, Holger. Das Telefon hat sie abgeschaltet. Vielleicht ist ihr Akku leer. Olga, das Ganze ist ein Missverständnis. Du solltest wirklich mit ihr reden. Sie liebt dich! Liebe, Treue, alles nur eine Illusion. Ist was passiert? Was fragen Sie noch? Das ist zum wahnsinnig werden. Wir wissen, dass Graf die Frauen systematisch ausnimmt und betrügt. Wir wissen, dass Emilie Detlefsen an Bord der Yacht war. Und wir wissen, dass sie dort mit dem tödlichen Medikamentencocktail vergiftet wurde. Aber was wir nicht wissen ist, warum? Möglicherweise müssen wir das Motiv woanders suchen und den Kreis der Tatverdächtigen erweitern. Sehr gut, Frau Berg. Wir suchen jemanden, der ein Motiv hatte, Emilie umzubringen.
und mit den Gegebenheiten an Bord der Yacht vertraut war. Agathe Hilmer zum Beispiel. Sie könnte die Tat aus Eifersucht oder Rache begangen haben, weil Emilie ihr den Mann ausgespannt hat. Naja, die nötigen Vorkenntnisse hatte sie auf jeden Fall. Ihr Mann hatte doch eine Apotheke. Aber warum sollte sie den Giftcocktail ausgerechnet mit Grafs Potenzmittel mischen? Was meinen Sie? Ja, wenn wir hier schon von Rache sprechen. Wäre es nicht viel naheliegender, dass der Anschlag Graf gegolten hat? Ich meine, er ist der Betrüger. Zwischen 13 und 14 Uhr. Sie meinen, der Giftcocktail war eigentlich für ihn bestimmt? Dann hätte er recht gehabt und es war wirklich eine Verwechslung. Agathe Hilmer hat gestern zwischen 13 und 14 Uhr tatsächlich mit ihrer Enkelin in Südafrika telefoniert. Sie kann also kaum vorher an Bord von Grafs Yacht gewesen sein. Wenn der Anschlag wirklich Graf galt, kommt eigentlich jede seiner Frauen in Frage. Also mit Friede Dünnbier. Ich habe sie noch nicht erreicht. Die Dame hat kein Handy. Ihre Putzfrau sagt, sie ist Seglerin und oft mit ihrem Boot unterwegs. Eine Yacht namens Medea. Ja, wenn wir sie telefonisch nicht erreichen können, dann fahren wir eben zu ihr. Wirklich gut, wie Sie da gerade wieder kombiniert haben. Wissen Sie, ich habe gelernt, dass man in diesem Job als Frau mindestens doppelt so gut sein muss wie die Männer. Das kann auf Dauer aber auch ganz schön anstrengend sein. Wem sagen Sie das? Vorne ist es sein. Guten Tag, Küstenwache, Berg. Frau Dünnbier? Was gibt's denn? Wir haben ein paar Fragen an Sie. Kennen Sie einen Herrn Graf? Ja. Können Sie uns was über Ihre Beziehung zu ihm sagen? Da gibt's nicht viel zu sagen. Eine unangenehme Erinnerung, die man gern vergisst. Sie hatten ein Verhältnis? Wir waren dann und wann zusammen segeln. Wo waren Sie gestern Nachmittag? Ich war da draußen. Zu dieser Jahreszeit? Sie sind ja wirklich hart im Nehmen. Wissen Sie, das Meer bietet mehr Abenteuer als alle Männer dieser Welt. Und das hat mich nie enttäuscht. Ich habe die chemische Spurenuntersuchung des Mörsers. Ist hochinteressant. In der Schale wurden dieselben Spuren des tödlichen Cocktails nachgewiesen wie im Sektglas und in Emilies Magen. Wo denn sonst? Der Tablettencocktail wurde ja da drin gemischt. Ja, eben nicht. Dann müssten die Spuren auch am Stößel zu finden sein. An dem sind aber nur Spuren von Sildenafil. Wenn Graf die Tabletten tatsächlich zermörsert hätte, müssten beide Präparate am Stößel Spuren hinterlassen haben. Ein Indiz dafür, dass eine dritte Person die tödliche Beigabe in den Mörser gegeben hat. Leute, ich habe hier auch was Merkwürdiges entdeckt. Ach, weg. Zur Überprüfung von Agathe Hilmers Alibi habe ich die Telefonverbindungsdaten abgefragt. Da kam mir eine Handynummer bekannt vor, ich habe sie überprüft. Sie gehört Henrike Bäumer. Sie hat Agathe Hilmer angerufen und zwar direkt nach ihrem Verhörtermin hier. Wusste doch, dass mit der Hilmer was nicht stimmt. Norge, Sie schnappen sich die Bäumer. Wolfgang, wir fahren ins Veneta. Jetzt ist Schluss mit Cha-Cha-Cha. Wo ist Frau Hümer? Die Dame, die immer an diesem Tisch sitzt. Der Herr Hauptkommissar. Frau Hümer ist schon gegangen. Ja, sehe ich. Wann? Wohin? Vor ein, zwei Stunden. Sie wurde abgeholt von so einer Seemannsbraut. Seemannsbraut? Ja, so eine knackige Dame im Sportdress. Eine Seglerin halt. Kapitän Elas? Ja, sie war auf ihrem Boot. Sie wollte gerade wieder rausfahren. Aha, schulterlanges blondes Haar. Oh nein, wir müssen sofort zurück. Stopp! Anhalten! Mist, wir brauchen ein Boot. Kapitän Elas, die Medea ist flüchtig. Wir nehmen die Verfolgung auf. Dann versuchen Sie dran zu bleiben. Krüger, geben Sie sofort Befehl an alle Schiffe, die Medea zu stoppen. Verstanden. Ach, Kapitän Elas, Norge hat angerufen. Henrike Bäumer ist nicht zu Hause. Laut ihrer Nachbarin ist sie abgereist und ihr Handy ist abgeschaltet. Es wird immer verrückter.
Nicht nur, dass die drei Verbindungen untereinander haben, jetzt sind sie auch noch zusammen verschwunden. Dann hängen die drei Damen am Ende alle unter einer Decke. Wir sind bald in Dänemark, die kriegen uns nicht. Naja, Hauptsache Helni steht das durch. Wir haben es gleich geschafft. Ich hab's immer gesagt, die kriegen uns. Die werden uns verhaften. Ich bitte dich, reiß dich zusammen, die kriegen uns nicht. Zurück? Mehr gibt das verdammte Ding nicht her. Fischkutter. Wir haben einen Fehler gemacht und dazu müssen wir stehen. Hör endlich auf damit. Was passiert ist, ist passiert und keine von uns hat das gewollt. Ich bring die um. Wir hätten sie auch zu Hause lassen können. Wir haben die Sache zusammen begonnen und wir werden sie auch zusammen beenden. So. Bleib ruhig sitzen, Henny. Oder besser noch, leg dich hin. Ruh dich ein bisschen aus, bevor wir ankommen. Ich will mich aber nicht ausruhen. Was ist denn jetzt los? Henny. Hey! Die Reise lang ist. Gib den Schlüssel her. Ich mach nicht mehr mit. Wir haben Fehler gemacht und wir werden dazu stehen. Ja, wenn Fehler gemacht hat, so müssen wir stehen. Ich kann das nicht mehr hören. Henny, gib den Schlüssel. Damit wir Henny. Es sieht aus, als hätten wir ein Problem mit dem Motor. Wir kriegen sie. Bist du denn vollkommen wahnsinnig geworden? Das hat doch gar keinen Sinn. Doch, hätte es gehabt. Du blöde Kuh, ich bring dich um. Ich bring dich. Okay, bereit? Küstenwache, nehmen Sie die Hände hoch! Sie können uns verhaften! Die anderen beiden auch! Hände hinter den Kopf! Sie geben also zu, dass Sie die Tat gemeinsam mit Ihren Freundinnen begangen haben. Ja. Als uns klar war, dass wir alle von demselben Mann betrogen worden sind. Ausgenutzt. Da haben wir beschlossen, ihn... Sie wollten sich rächen. Rache war das eine. Das andere war, dass wir diesem Kerl das Handwerk legen wollten. Am Anfang hat er mich auf Händen getragen. Aber dann hat er die Beziehung Knall auf Fall beendet. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Er hat genug Frauen unglücklich gemacht. Ich habe ja nicht mal kapiert, dass es ihm nur ums Geld geht. Das habe ich dann erst verstanden, als ich Agathe und Friede kennengelernt habe. Ich wusste ja, dass er sich vorher immer sein Potenzmittel bereitstellt. Um das entsprechende Kombipräparat zu bestimmen, war ja dann kein Problem mehr. Wir haben die Aufgaben verteilt. Agathe hat das Medikament besorgt. Ich habe es an Bord der Yacht geschmuggelt und in das von Graf vorbereitete Potenzmittel geschüttet. Und ich habe ihn mit einem fingierten Anruf aus dem Veneta von seiner Yacht gelockt. Noch bevor er sich mit Emilie traf. Dieser Idiot kann nicht mal zwei Gläser auseinanderhalten. Die arme Frau. Also es war ja schon was mit den dreien, hm? Irgendwie tragisch. Tragisch hin oder her. Die drei wollten einen Menschen umbringen.
Und gekränkte Liebe rechtfertigt keinen Mord. Was wisst ihr schon von Liebe? Wie bitte? Nichts. Der Tötungsverdacht gegen Sie hat sich nicht erhärten lassen. Ich danke Ihnen, Herr Kommissar. Wir müssen jetzt nur noch mit einem Verfahren wegen Betruges und Behinderung der Ermittlungen rechnen. Eine tote Frau auf der See einfach so über Bord zu werfen, das ist wirklich das Allerletzte. Ja, Iles? Holger? Hast du gerade Zeit? Eigentlich sollte es ja eine Überraschung werden. Aber Wolfgang hat mit mir gesprochen. Es ist unglaublich, was ihr Männer immer gleich so denkt. Das ist übrigens mein Tanzlehrer, Garcia Sanchez. Und da? Nach 4 Wochen Crashkurs kann ich mindestens genauso gut tanzen wie du. Hat er mir jedenfalls versprochen. Was soll das heißen, du hast 4 Wochen lang deine Tanzschritte aufgefrischt? Ja. Sag bloß, du warst eifersüchtig. Was, wenn ich eifersüchtig war? Wie kommst du denn darauf? Na, dann zeig mal, was du gelernt hast. Ein Dom Fleury de Mille, der Champagner der französischen Könige. Auf die glücklichste Monarchie der Welt. Die Königin meines Herzens und ihren ergebenen Untertanen. Auf den größten Charmeur und sein williges Opfer. Weißt du, Emilie, das mit dem Geld ist mir wirklich unangenehm. Ich möchte nicht, dass du denkst, dass... Aber das denke ich doch gar nicht. Ich helfe dir gern. Ich kann dir das Geld sofort überweisen. Also wie gesagt, nur für einen Monat, dann bekommst du alles wieder zurück. Mit Zins und Zinseszins. Das, was ich mir am meisten wünsche, ist mit Geld sowieso nicht aufzuwiegen.
Mein Gott, ist das eine Suppe heute, was? Ja, wenig Verkehr da draußen. Ich werde mal einen Kontrollgang machen. Warst du schon mal auf Kreta? Nee. Ich überlege, ob ich da im Sommer Urlaub mache. Ich war schon mal auf Kreta. Ja, und? Na, super schön, aber nach 2 Wochen. Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Du ahnst gar nicht, was du mir bedeutest. Ein Leben ohne dich. Wer meint Tod? Ach, Leo, wir kennen uns doch erst seit... Genau 50 Tagen. Und jeder davon war ein Fest. Darauf möchte ich trinken. Emilie, hörst du mich? Emilie?